Ich grüße euch, ihr fantastischen Menschen da draußen. Ihr habt es am Titel schon gesehen, heute ist mal wieder Retro Panda quält sich Zeit und zwar mit einem Gameboy Classic Titel. Ja, heute ist Animaniacs dran. Das Spiel kannte ich damals gar nicht, aber ich bin immer auf der Suche nach neuen Titeln für die Serie. Also einfach irgendwelche Spiele, die euch damals als Kind zur Weißglut gebracht haben, obwohl ihr vielleicht gar nicht wusstet, warum und das gar nicht so richtig zuordnen konntet. Und ich habe mal bei Twitter rumgefragt, ob wer irgendwelche Vorschläge hat. Und der gute Stefan, Grüße an dich an dieser Stelle. Bist ein fleißiger Zuschauer und freut mich immer sehr schön, deine Kommentare zu lesen. Hat sich Animaniacs gewünscht. Und zwar meinte er, weil vor allem ihn die Steuerung damals zur Weißglut gebracht hat. Also schauen wir mal rein, würde ich sagen. Ich habe mal kurz in die ROM reingetestet, weil ich spiele natürlich schön. Habe ich ja schon mal ein Tutorial-Video gemacht mit dem Gameboy als Wireless Controller, um halt das volle Gefühl zu haben und kurz mal getestet, ob es Steuerung geht. Und ganz ehrlich, boah, mir geht jetzt die Musik jetzt schon auf den Keks. Ich weiß auch nicht warum, aber. Naja, auf jeden Fall, ich benutze jetzt einen anderen Emulator, weil mein sonstiger mit der Gameboy-Steuerung so etwas rumspinnt. Deswegen ist auch so etwa die etwas andere Optik hier, die etwas mehr an den Original-Gameboy angelehnt ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr lieber diese Optik haben mögt oder lieber diese Schwarz-Weiß-Optik. Ich bin ja immer so etwas unentschieden. Einerseits ist die Optik natürlich schön, um so ein bisschen dieses alte Gefühl von dem Gameboy wieder hervorzubeschwören. Aber Schwarz-Weiß sieht natürlich auch elegant aus. Aber schauen wir mal. Genug vorgelabert. Springen wir mal in das Spiel rein. Also es gibt Passwortsystem sogar anscheinend, was natürlich nicht verkehrt ist. Gucken wir mal, was in den Optionen ist. Level 3 Players? Die meinen wahrscheinlich Leben, oder? Oh, Songtest! Um die ganzen tollen Songs zu hören. Die klingen alle sehr ähnlich, muss ich sagen. Gott. Gut. Genug rumgetrödelt, steigen wir mal ein Spiel ein, würde ich sagen, oder? We are in the Warner Bros. Studio in lovely Southern California. Okay. I want to meet some glamorous celebrities. Or perhaps John Snots. Wer ist John Snots? Ich muss sagen, ich bin mit der Serie ehrlich gesagt nicht so ganz vertraut. War nie so meins, dieses Animaniacs-Gedönse. Ich mochte lieber sowas wie DuckTales und sowas als Kind. Viel besser. Aber Geschmackssache. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass die Story irgendwie wichtig ist. Okay. Wir können springen. Waffe ist anscheinend hier so ein Tennis-Dings. Ein Ducken geht nicht. Jo. Schauen wir mal, ne? Okay. Kiste kann man schieben, okay. Brauche ich bestimmt gleich, jede Wette. Ah, ja. Hier zum Beispiel wahrscheinlich. Was jetzt mir, ehrlich gesagt, jetzt schon auf den Keks geht, was ihr ja wahrscheinlich selber seht. Diese langsame Lauferei. Und der Stelle komme ich natürlich nicht mehr dran. Wobei der ich will nicht kleinlich sein, aber der ist natürlich auch relativ schwer vom Hintergrund sichtbar, ne? Aber ich kann nicht rennen, oder? Ich drücke mal zweimal nach rechts. Nee. Hier mit Attacke. Mit Sprung? Nee. Der bewegt sich so langsam. Okay, was muss ich hier machen? Hier war gerade schon Pfeil nach unten. Muss ich hier nach unten? Ich kann doch nicht mal ducken und schießen. Hä? Boah, diese Musik. Ja, was muss ich jetzt machen? Was ist das denn hier? Ist das eine Bombe oder was soll das sein? Ich kann jetzt hier nicht schon scheitern, Freunde. Boah, diese Gehgeschwindigkeit. Ach, umläuft sogar noch Zeit. Boah, da unten. Hä? Ich
Stehe ich gerade irgendwie gerade extrem auf den Schlauch, oder? Also muss wahrscheinlich irgendwas mit dieser Bombe oder was das sein soll hier anstellen. Was ist das denn? Das macht Select. Ja, Start ist nun mal. Hä? Ach, das schaltet hier Waffen durch. Ah. Wir haben mehrere Waffen, okay. Was ist das hier? Wir verschießen Herzchen. Ach, das sind die Personen. Ah, die Animaniacs-Gedingse. Die sehen sich so ähnlich gerade. Okay. Wild Tasten rumprobieren, Freunde. Das hilft manchmal. Aber die sehen sich doch ähnlich auf den ersten Blick, oder? Oder war ich jetzt gerade so auf diese Szene fixiert? Was ist da hier? Wechseln. Wo ist der Speziellste, die Ziege? Erst Level geschafft. Ich weiß aber, Stefan, was du meinst. Das kann man wieder so ein bisschen schlecht rüberbringen, aber vor allem halt dieses verdammt langsame Bewegen. Das nervt wirklich. Bungle in the Jungle. Und ich glaube, wenn man jetzt präzise Sprünge irgendwas machen muss oder sowas, das nervt. Hundertprozentig. Ich kann von Osi aber rangehen hier irgendwie. Jetzt muss ich wieder die Kiste dahin schieben, ey. Ich hab nichts gegen Schieberätsel in Spielen, ja? Aber das ist ja weder ein Rätsel, noch ist das jetzt irgendwie den Spielflow fördernd. Da kann ich natürlich knapp nicht rüber. Also muss ich hier wahrscheinlich... Mann... Mal gucken hier eben. Nee, die mit den Herzen. Ich bin kein Animaniacs-Profi, deswegen tut's mir leid, wenn mir nicht die richtigen Namen einfallen. Hey, muss ich doch schon hoch oder nicht? Oder können die auch unterschiedlich springen? Nee. Ey! Es sieht genauso aus, als ob man gerade so da drüber könnte. Gerade so! Komme ich da überhaupt ran? Okay, komme ich jetzt hin? Ich habe den Vogel erledigt. Ah. Aber ja. Steuerung ist fummelig, ja. Und vom Spieldesign... Okay, ich war nicht ganz am Rand. Okay, das war vielleicht jetzt mein Fehler. Aber vom... Nee. Ach, ein Glück nicht. Hä? Wieso kann ich die Kiste jetzt nicht verschieben? Ich könnte auch die sonstigen Kisten, die sah doch exakt so aus. Boah, ist das ein langweiliges Kack-Gameplay. Und dieses langsame Laufen! Ich muss hier wieder runter, also muss ich hier wieder mit dem Kleinen hier schlagen. Ach, das ist eine Zündschnur da. Habt ihr die Zündschnur gesehen? Also wäre nicht dieser Pfeil. Also es gibt schlimmere Spiele, ja? Wenn ihr das als Kind gespielt habt und gemocht habt, okay, aber... Muss ich den jetzt küssen? Also... Ist das eine Plattform? Bleibt er stehen?
Sag bloß, ich muss ihn jetzt in... Diese Millimetersprünge dann, ne? Dass man genau an der Ecke sein muss. Und das zusammen mit diesem verdammt langsamen Laufen. Warum haben die keinen Laufknopf eingebaut? Also es ist auf keinen Fall gut. Okay, da sind... Was soll ich da rüberkommen? Ja. Hä? Und dann so dieses undurchsichtige Spielprinzip, was da dahinter aufgebaut ist. Muss ich echt noch... Mama, ich will nicht nochmal. Ich muss die richtige Person sein, um zu schieben. Okay, das macht sogar Sinn, weil der Größte wahrscheinlich denn die größte Kraft hat oder sowas. Aber dann hätte man es ja auch wesentlich so machen können, dass dann dafür die anderen irgendwie schneller sind zum Beispiel oder höher springen. Dass man jetzt bis auf die Waffen dann auch verschiedene Eigenschaften hat. Oder vielleicht kristallisieren sich da noch welche raus, ich habe keine Ahnung. Aber die Musik, ey, es gibt viele schlechte Gameboy-Musik, aber die ist so fiepig irgendwie. Ja. Bonk. Aber diese Zündschnur da... Ich weiß nicht. Wo bin ich eigentlich da drüber gesprungen? Weil es vielleicht was Nützliches, was ich jetzt... Nee. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Zack, zack. Kann ich den auch eine runterhauen? Da kann ich ja nur nicht mal meine Wut hier irgendwie rauslassen. Muss ja vielleicht die Kiste irgendwie raufschieben, kann das sein? Ah, er kann auch ziehen. Das geht. Okay. Immerhin. Keinen Bock mehr. Also Stefan, danke für den Wunsch auf jeden Fall. Ein würdiger Kandidat für diese Serie. Ein Test wäre mir so im Leben nicht dazu eingefallen. Also für euch so ein bisschen Spiele, die gut sind, mache ich einen Test. Und Spiele, die nicht so gut sind, die verwurste ich in dieser Serie. Ganz einfach, weil ich für einen Test und Spiel auch ein bisschen länger gespielt haben muss. Und ich habe keinen Bock, sowas so lange zu spielen. Ganz ehrlich, dafür ist mir meine Zeit doch zu schade. Auch wenn ich Videos mache, wo ich Mist spiele. Also, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, einfach in die Kommentare rein oder mir bei Twitter schreiben oder keine Ahnung, irgendwas. Ihr findet schon einen Weg, um mir das mitzuteilen. Also, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt oder ähnliches. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.